Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem sumpfigen Part Pokémon X heute. Ja, und es geht weiter hier in diesem Sumpf. In der letzten Folge haben wir ja gegen dieses nette Mädel gekämpft. Und die sagt einen sehr merkwürdigen Satz. Anissas Roman. Wer auch immer Anissas ist. Ja, hier jedenfalls der Bärenbaum und der Zerschneiderbusch, den ich ja nicht zerschneiden kann, weil ich ja bekanntlich keinen Zerschneider dabei habe. Haben wir gegen diese Hexe schon gekämpft? Wenn ich mir den Sumpf so ansehe, muss ich irgendwie an Gift denken. Tut mir leid, das dürfte dich wohl kaum sonderlich interessiert haben. Es gibt aber Toxin! Sehr gut! Oh, eine Neuerung habe ich übrigens gelesen. Die Giftattacke Toxin trifft ihr Ziel immer. Und ja, das ist ja mal eine coole Neuerung. Und ich kann mitten im Sumpf Surfer einsetzen. Also die Musik passt irgendwie nicht zum Sumpf. Aber es gibt noch einen Nassbrocken. Was ich auch übrigens sagen wollte, wenn ihr denn Fans von Let's Play Highlights und Wochenspecials seid, ja, dann müsst ihr mal auf meinem Forum vorbeischauen, weil dort findet zukünftig die Abstimmung für die neuen Let's Play Highlights statt und deswegen solltet ihr unbedingt im Forum von mir vorbeischauen. Link ist unten in der Beschreibung drin. Komm mit, hier geht's lang. Huch, wer ist das denn? Ach, das ist diese Hütte, wo sie gesagt haben. Sieht jedenfalls schon mal gruselig aus, was? Dann lass uns mal gleich reingehen. So, aber erstmal. Ach, Tireno, du willst immer nur tanzen. Serena ist leider nicht hier. Ja, die hat wohl keine Lust. Und sie geht gleich als erstes rein. Toll, jetzt muss ich sogar reingehen. Ach, hallo. Dann legen wir mal los. Ja, jetzt wackelt auch noch der Bildschirm. Überhaupt nicht gruselig. Es begab sich vor langer, langer Zeit in einer dunklen und stürmischen Nacht. Der kalte Regen prasselte auf mich herab. Ich hatte mich im Wald verlaufen und fand mich irgendwann vor diesem Haus wieder. Das Licht funktionierte nicht, also durchsuchte ich von Angst erfüllt das Haus. Es deutete nichts darauf hin, dass sich sonst noch jemand in dem Haus befinden würde. Ich tastete mich bis in die Küche vor und fand dort einen Kühlschrank. Als ich ihn öffnete, erhellte das schwache, fahle Licht das Zimmer ganz leicht, sodass ich endlich ein wenig vom Inneren des Hauses erkennen konnte. In der Ecke des Raumes kauerte ein Mann. Ich war im Begriff, auf ihn zuzugehen, um ihm zu erzählen, dass ich mich verlaufen hätte und zu fragen, ob er mich diese eine Nacht hier übernachten lassen könnte, als plötzlich die Stimme des Mannes ertönte: »Nicht näher kommen!« Ich entschuldigte mich und versuchte dem Mann meine Situation zu erklären. »Bitte, Sie müssen mir helfen!« Der Mann erwiderte nur: »Ich rede nicht mit dir.« Ich erschrak und starrte den Mann verdutzt an. Daraufhin fragte mich der Mann: »Kannst du sie nicht sehen? Hinter dir die Männer ohne Gesichter.« Alter, das ist super schlimm, vor allen Dingen, weil mein Zimmer bei mir stockduster ist, ja, und ich nur das kleine Lämpchen an meinem PC anhab. Und deswegen ist es schon relativ interessant, jetzt gerade so zur Stimmung hier, die so eine Gruselgeschichte anzuhören. Wie sollen wir deine Geschichte zahlen? Sag mal, sind das alles Geizhalse hier? Möchtest du ein Trinkgeld geben? Nö. Lass uns von hier verschwinden. Hä, war's das schon? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Tireno hat wahrscheinlich einfach wieder seinen Tanz gemacht. Übrigens, wenn ihr irgendeine Verbesserung zu Pokémon X Let's Play habt, schreibt sie bitte unbedingt in die Kommentare rein. Ich bin immer für sowas sehr offen. So, war das jetzt etwa alles? Das war alles! Das ist ein Reinfall. Nun gut. Ich widme mich lieber meinen Tanzübungen, das war mal wieder klar. Irgendwie erinnert mich die Musik ein bisschen so an Zelda. Jo, wir vergleichen natürlich den Pokédex, auch werde ich mit 5 Pokémon gegen dich gewinnen, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, Grabsteine. Was bringen mir diese Grabsteine? Nein!
So, und in einem Grabstein ist ironischerweise das Item Beleber. Tja, den hätte man wahrscheinlich für ein paar Leute früher gebraucht. Und es gibt auch hier den Bannsticker. In der letzten Folge waren wir ja da unten gewesen. Bannsticker verstärkt Geistattacken. So, jetzt auch nicht wieder im Sumpf versinken. Die arme schöne Tasche. Jo, hopp. Erzählt ihr mir jetzt nochmal die Geschichte? Das Haus ist schon ein bisschen gruselig. Übrigens ist das einzige Haus, wo ich kenne, das tatsächlich keine Musik drin spielt. Boah, Mann, ich will doch einfach nur weg. Nee, nicht weiter fernsehen. Genug gefernseht. Ihr fernseht schon bei mir rum. Genug gefernseht. So, die Hexe haben wir ja auch schon. So, ich will die Musik hören. Und neben diesem hässlichen Sumpf gibt es eine wunderschöne Stadt. Boing, boing. Hier, nimm diese TM, die ich gefunden habe. Und es gibt wieder eine TM. Folterknecht. Wunderbar. Kann ich da hinten nicht lang? Ah, doch. Und es gibt einen Äther. Aber mehr auch nicht. So. Eine leicht mysteriöse Stadt. Die Fähigkeit Feenschichten aus Attacken des Typs Normal, welche vom Typ Fee. Gibt's Pummen? Ich kenne noch gar keine Pummen mit dieser Fähigkeit. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wann geht's denn da hinten? Ich will dir mal was Privates verlangen. Kleine Dinge sind für mich einfach das Größte. Auch in Sachen Pummen sind mir die etwas kleineren Exemplare am liebsten. Genauer gesagt sind Pummen unter einer Größe von 0,3 Metern meine Favoriten. Tja, da ist ein Pummon sehr klein, was ich kenne. Bloß das Problem ist, wir hatten dieses Pummon tatsächlich vorübergehend sogar in unserem Besitz. Aber ich glaube, ich habe es alle weggetauscht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. So, kämpfen. Da habt ihr einmal meine Kampfpummon gesehen. Ja. Denn ich wollte ja eigentlich... Ich habe übrigens auch ein Shiny Ditto, das perfekt ist auf Level 100. Nee, aber was ich euch eigentlich jetzt zeigen wollte, ist das tolle Togepi. Ja, Togepi ist unter 0,3 Meter. Und ich hab's nicht mehr. Verdammt, ärgerlich. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viele Pokémon-Bälle... Pokémon-Bälle. Palmbälle. Pokébälle pro Tag verwendet werden? Einige. Ach, du bist ja wieder hier. Hey, was gibt's denn wieder für eine Urkraft? Nein, brauchst du nicht. Begegnungskraft. Wahrscheinlich mehr wilde Pummon-Begegnung. Ja, Tatsache. So, und weg ist er wieder. So, geh weg. Nö. Erstmal nicht. Kaufen! Was gibt's denn hier so zu kaufen? Oh. Machen wir erstmal ein paar Hyperbälle. Haben wir Hypertränke eigentlich schon? Gut, da brauchen wir nicht so viele. Was sagt denn der Beleber so? Ja, hier können wir auch einige kaufen. Was sagt ein Topschutz? Gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen bitter. So, 24.000 hebe ich mir noch auf. So, kaufen. Ja, den Supermarkt kann man sich mal merken. Protein und so. Ganz gerne gesehen von mir. Ich bin nicht so der Trainer, muss ich ganz ehrlich gestehen, der ins wilde Gras geht und da dann die Pokémon auf EV trainiert, sondern ich bin eher derjenige, der Geld gammelt und Protein kauft. Mache ich meistens so, dass ich ein Pokémon habe, das ich im Prinzip falsch trainiere und lauter Itemfinder, nenne ich sie gerne, weil sie halt die Fähigkeit Mitnahme haben. Und dann finde ich 50.000 Items, am besten Nuggets, die verkaufe ich alle und dann kann ich ein Pokémon perfekt pushen. Das geht wesentlich schneller und ist einfacher. So, zumindest meiner Meinung nach. Ja, man kann natürlich auch ins hohe Gras gehen, wenn man weiß, wie viel welches Pokémon, wie viel EV man auf welchen Wert bekommt. Achso, das ist die Arena. Was? Schon wieder eine Arena? Das ging aber schnell. Also so allmählich kommt man richtig voran im Abenteuer, das muss man ja schon mal sagen. Jo, klar.
cool. Also ich kann es Flammi und Kroko beibringen. Lass mich raten. Lohan. Oh! Ich kenne die Attacke Feuersäulen gar nicht. What? Ein Angriff mit Feuersäulen. Mit Pflanzensäulen kombiniert steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Meer aus Feuer. Interessant. Obwohl, nee, also ich glaube, da bringe ich lieber Turtok Aquahaubitze bei. So, komm. Das versucht Aquahaubitze zu erlernen, ne? Okay. Irgendwie ist die Attacke zwar sehr sinnvoll, aber vielleicht für einen Doppelkampf oder so ganz interessant, aber nee, die bringen wir dann doch nicht dabei. Gegen Drachen haben sie keinen Effekt, ja, das ist echt bitter. Drachen, einer der stärksten Typen, und bei Feen wie kleinem Togepi können sie mit ihrem Feuer oder dem gar nichts mehr anrichten. Früher einfach weggefegt vom Feld und jetzt gar nichts mehr. Achso, ja, den haben wir schon angesprochen. Wir radeln mal weiter. Achso, ich kann hier nicht Surfer einsetzen. Ist natürlich auch gut zu wissen, dass das Schild hier auf der anderen Seite ist. Wow! Gengarnit einfach bekommen. Cool. Ah ja, die sagt uns, wie sich unsere Pokémon bei uns fühlt und wie die Zuneigung hoch ist. Ah ja. Ja, es hat noch nicht maximale EV, deswegen gibt es auch noch kein Fleißbändchen. Und deswegen rannen wir jetzt einfach weg. Pokéballfabrik? Ist das die Pokéballfabrik? Ah, die Musik kennen wir. Carlos Kraftwerk und Pokéballfabrik. Hallo! Da drin unterhalten sich Erwachsene. Sag mal, wie oft muss ich eigentlich noch sagen, dass ich kein Kind bin? So, gibt's ein kleines Labyrinth. Okay, dann fahren wir mal in dieses Labyrinth rein. Nichts. So, habe ich's jetzt mal bald. Dafür hat sich der Weg aber doch gelohnt für einen Top-Beleber. Alter, wie oft ich an die Wände dran stoße. So, was gibt's hier? Ein Top-Äther. Die Musik finde ich cool übrigens. So, hier kommen wir anscheinend noch nicht weiter, ne? So wie ich das sehe. Ja, obwohl wir wahrscheinlich die Türen öffnen könnten, aber ja. Hier geht's noch nicht weiter. Waren wir in allen Häusern? Ja, oder? Ja, hier waren wir. Hier waren wir ja schon. Hier waren wir ja schon. So. Würde ich mal sagen. Huch. Ein Café. Hallo. Ja, aber natürlich. Komm, wir sitzen uns mal auf die Terrasse. Auch wenn das jetzt ein bisschen Geld kostet. Sehen ja überall gleich aus. Komm, ich gebe dir so viel. Frankreich ist es ja übrigens, wenn wir gerade beim Thema Trinkgeld sind, in Frankreich ist es gang und gäbe, wenn man ein Trinkgeld gibt, dass man das unter einen Aschenbecher oder auf so ein kleines Tellerchen, was zum Tisch gebracht wird, draufstellt. Woher der Pokémon Tutorial TV das weiß, ganz einfach, ich war schon mal in Frankreich gewesen. Und ja. Ah ja, die zeigen uns immer Pokémon im Café. Das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich überall so, dass die uns dann Pokémon zeigen. Dadurch kann man natürlich auch seinen Pokédex vollkriegen, weil man braucht ja nur noch die Pokémon zu sehen. Dragonier ist größer als 3 Meter, hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Eine Pokepuppe. Damit können wir
Aus wilden Kämpfen fliehen. Kann man gebrauchen. Muss man aber nicht gebrauchen. So. Pomon Center. Wohl. Ja, ich will kein Radfahren im Pomon Center. Und auch nicht bei Thrister Joy. So, wir haben ja relativ lange schon Mäh vorne. Ich tausche mal gegen Klopsi. Vielleicht brauchen wir dann auch die Pogepop. Weil Klopsi ja nicht wirklich der schnellste ist. Komm. So, es gibt relativ viele. Stopp. Ach so. Die jüngste Klassifizierung des Feentyps hat das System der Wechselwirkung zwischen den Typen für immer verändert. Das stimmt nicht ganz, denn es gibt auch kleine Änderungen beim Stahltyp. Ach Gott. Eine Anspielung auf die Phlegmon-Route in der zweiten Generation, meine Damen und Herren. Ja, die Phlegmon-Route nämlich in der zweiten Generation hat ja 1 Million Poké-Dollar gekostet. Und die konnte man natürlich von seinem Geld auch nie kaufen. Obwohl, doch, in Mahagonia City gab es sogar ein Exemplar der Phlegmon-Route. Das kostete, glaube ich, nur 9.800 Poké-Dollar. Und was hat die Phlegmon-Route gebracht? Richtig, gar nichts! Pomon-Quiz anschauen, meine Damen und Herren. So, jetzt gucken wir mal, was mir hier so modisches... Skinny Jeans. Mist! Hätte ich gewusst, dass jetzt so coole Artikel im Angebot sind, wäre ich lieber ein bisschen vorsichtiger gewesen. Ja, Mist. Also hier gibt es echt gute Sachen. Damn it! Die Halbstiefel sind echt cool. Schande! Schande! Mist, hätte ich doch nicht so viel Geld im Baumwoll Supermarkt ausgegeben, Leute. Das ist ja echt ärgerlich. Das sieht doch voll cool aus. Kann ich mir echt ein hübsches Design zusammenzaubern? Jo, komm, erzähl sie mal. Wow, ins grüne Gras legen. Ich glaube, ich habe hier um den Ort herum so viel Gras, dass ich mich wie ein Schaf ins Gras legen könnte. Es ist ja sehr interessant. Es gibt immer wieder Anspielungen auf alte Generationen und das war schon wieder eine Anspielung auf die Remakes, die bald rauskommen werden, ja. Und mit jedem Part Pokémon X, so müsst ihr es sehen, rückt der Tag, an dem ich die Remakes spielen würde, etwas näher und ich werde sie wirklich spielen. Also seid dabei, wenn es soweit ist. Liken und favorisieren für diesen Part Pokémon X nicht vergessen und natürlich nicht vergessen, Verbesserungsvorschläge unten reinzuschreiben. Ich will ganz, ganz viele sehen, ja, ganz viele Kommentare und Likes natürlich. Ich bin jetzt erstmal weg und erhole mich ein bisschen in dieser wunderschönen Stadt. Am besten noch mit dem Äther, den wir eben gerade gefunden haben. Also, ich verabschiede mich und sage bis denne, Servus und tschüss.